Feige, was könntest du mir auch sagen? So gut nur weiß ich, was du mir erwidern wirst. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist gekommen, uns zu stören, das heißt du selbst. Aber weißt du auch, was morgen sein wird? Ich weiß nicht, wer du bist und will es auch nicht wissen. Oh, oh, selber bist oder nur sein Ebenbild. Doch morgen werde ich dich richten und auf dem Scheiterhaufen verbrennen wie den schlimmsten aller Ketzer. Und dasselbe Volk, das heute deine Füße küsste, wird morgen auf ein Wink von mir in Stürmen und Kohlen zusammenscharren für deinen Scheiterhaufen. Weißt du das? Ja, du magst es wohl wissen. Sprich, hast du überhaupt das Recht, uns auch nur eines der Geheimnisse zu verkünden aus jener Welt, da hier du gekommen bist? Nein, du hast es nicht. Du würdest sonst den Menschen die Freiheit rauben, für die du doch so eintratest einst, da du noch auf Erden wandeltest. 15 Jahrhunderte plagten wir uns mit dieser deiner Freiheit. Nun aber ist es aus damit, endgültig und für immer aus. Wisse denn, jetzt haben die Menschen selber ihre Freiheit uns dargebracht. Du verschmähtest den einzigen Weg, auf dem das Glück dir Erde sich gründen ließ. Doch uns zum Heile legtest du, da du fortgingst, dein Werk in unsere Hände. Der Geist der Selbstvernichtung.
und es nicht sein sprach zu dir in der Wüste, und es ward uns überliefert in der Schrift, dass er dich versuchte mit dreien Fragen. Alle Weisheit der Erde vermöchte nichts auszudenken, das gleich wäre an Kraft und Tiefe. Diese drei Fragen, in ihnen ist gesagt und verheißen, die ganze Geschichte der Menschheit bis in alle Ewigkeit sind kundgetan in dreierlei Gestalt. Alle unlösbaren Widersprüche der menschlichen Natur auf Erden entscheiden nun selbst, wer hat Recht, du oder er, die also damals dich fragte. Thank you.
das Gewissen der Menschen jener schwächlichen Aufrührer für alle Ewigkeit zu fesseln und zu besiegen und das zu ihrem Heil. Diese Mächte heißen das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast die eine wie die andere und auch die dritte verschmäht. Denn also geschoss weiter in der Wüste. Auf diese Kinder die Freiheit, auf das Freiheit.
brachten in deinem Namen. Doch die Lieblingen alle trägten des Wachen sie der Schuld daran, dass es ihrer Kraft gebricht, so furchtbare Gaben in sich aufzunehmen. Sondern mit ihm, das ist unser Geheimnis. Von ihm nehmen wir, was du mit Entrüstung von dir wiesest, auch die letzte und größte Gabe, die er dir anbot. Thank you.
es wird tausend Millionen glückliche Kinder geben und hunderttausend Märtyrer, die auf sich genommen haben den Fluch der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist gesagt und prophezeit, du werdest wiederkehren und von Neuem den Sieg erringen. Du wirst kommen mit deinen Auserwählten, mit den Stolzen und Mächtigen. Dann werden wir aufstehen und dem Volke verkünden, dass diese nur sich selbst erretteten. Wir aber die Erlösung brachten allen. Dann will ich dich auf die tausend Millionen glücklicher Kinder hinweisen, die die Sünde nicht kennen. Und wir, die wir ihre Sünden um ihres Glückes willen auf uns nehmen, wir werden vor dich hinbeten und zu dir sprechen. Hey!
feurige Kohlen für den Scheiterhaufen zusammen zu scharren, auf dem ich dich verbrennen werde, weil du gekommen bist, uns zu stören. Denn wenn einer unseren Scheiterhaufen verdient hat, mehr denn alle anderen, so bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen.